Hi, da bin ich wieder. Ja, ich habe jetzt mal einen weiteren Einblick in meine Sammlung, in meine neue Idee, mit Corona-Verpackungen mir eine Bühne, eine Treppe, eine Leiter, wie auch immer man die Dinger auch nennt. Es gibt sie natürlich auch schöner aus Acryl, transparent. Das sieht natürlich klasse aus, gerade mit dem Licht. Ich habe mir so Lichtstrahlen hier rumherum gemacht. Jetzt im Hellen sieht man die nicht so gut, muss ich feststellen. Grün finde ich es am schönsten oder rot. Man kann die Farben variieren mit von diesen Leuchtstrahlen, Klebestreifen oder wie nennt man die? Kann man sich über, naja, überall vielleicht nicht, aber sehr günstig anbringen lassen und auch gestalten. Vielleicht hätte ich das Bändchen, diesen Streifen nicht ganz nach hinten kleben sollen, mehr nach vorne in den Vordergrund. Ich weiß nicht, war das erste Mal, dass ich es ausprobiert habe. Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Dadurch, dass die Bretter hier aus Holz sind, strahlt das Licht nicht durch. Also das ist nicht ganz so optimal. Aber gut, jetzt erstmal. Worauf ich tatsächlich hinaus will, ist halt die Variante mit den, ihr seht die noch in weiß, mit den Corona-Verpackungen. Ich bin positiv überrascht. Ich muss sagen, die sehen nicht optisch gut aus, weil sie weiß sind und strahlen hier und sind zu weit im Vordergrund. Das gefällt mir noch nicht ganz so gut. Vielleicht auch hier die Variante mit den zwei an der Seite hochkant. Auch nicht vielleicht unbedingt ideal. Ich weiß es noch nicht. Aber im Großen und Ganzen finde ich das eine richtig coole Option. Eine günstige vor allem. Und ich werde demnächst, also ich habe jetzt wirklich alle, ich gucke mal gerade, ja. Alle Regale voll mit den Corona-Tests, Verpackungen, die ich haben wollte. Und die Figuren haben jetzt mehrere Nächte gestanden. Also es ist keine gekippt. Das hat mich gewundert, weil einige Figuren doch schwerer sind als die anderen. Sie sind aber nicht gekippt. Das finde ich schon mal ganz gut. Was ich noch ein bisschen ändern muss, ist, ich habe einige zu kleine Figuren ganz nach hinten gestellt und einige hier, ihr seht es, große nach vorne. Das muss ich noch tauschen, damit es wirklich den guten, also den Effekt hat, den ich gerne hätte. Ja, und diese Corona-Verpackungen, die werde ich jetzt demnächst nach und nach, weil ihr seht schon, das sind echt viele. Es sind, ich habe es mal durchgezählt, ich glaube 27 pro Regal. Ja. Und die Vitrine hat sechs Regale. Ja, mal 27 und dann noch die andere Vitrine da. Kommt schon einiges zusammen. Genau, das ist so meine Option für die Actionfiguren. Ich werde die Corona-Verpackungen vielleicht schwarz oder grün bemalen, dass die mir nicht so herausstechen vom Farbton, dass die Turtles im Vordergrund sind. Für Fahrzeuge, wie gesagt, da habe ich noch keine perfekte Idee. Kommt vielleicht noch, kommt vielleicht noch. So, oft in der anderen Vitrine, das zeige ich euch gleich mal, habe ich es ein bisschen anders gemacht. Hier übrigens noch einige Turtles, die aus den Verpackungen wollen, um auch einen Platz in der Vitrine zu haben. Vielleicht demnächst mal. Ja, hier habe ich. Wer diese Figuren von der Firma Necker zu den Turtles mal ausgepackt hat, der weiß, die sind schwer. Und selbst die haben gehalten. Hat mich echt gewundert. Ja, die von Super 7 da oben. Hier habe ich es ein kleines bisschen anders versucht, variiert. Mal mit vier Päckchen nach oben, mal drei Päckchen, mal zwei Päckchen. Corona-Packungen nach oben, denn man kann das ja variieren, wie hoch man diese Corona-Treppe, sage ich mal, diese Figurentreppe gestaltet, je nachdem, wie groß die Figuren ja auch sind.
kann man die Päckchen ja auch unterschiedlich zusammenbauen. Genau, hier die ganz großen, 1 zu 4. Da finde ich es auch nicht so schön, dass die alle in einer Ebene sind. Ich hätte gerne das, weil da ist ja noch Platz, der Schredder zum Beispiel Donny weiter oben wären. Also da versuche ich demnächst aus den Corona-Päckchen auch eine Treppe zu bauen. Also so eine Art Base für die oder ja, Podest, Base für diese Figuren. Aber vielleicht fülle ich diese Päckchen mit irgendwas, dass die wirklich, weil die sind echt schwer, dass die stabil bleiben. So, hier, da war ich auch ziemlich überrascht. Habe ich gedacht, dass die Figuren mir echt kippen. Aber so war es nicht. Die stehen echt alle. Hier an der Seite habe ich die kleinen Mauser drauf. Auch hier nicht von der Größe nicht optimal. Der Baxter ist jetzt größer als der Bebop. Den hätte ich austauschen müssen, damit ich hier so schön in die Reihe gucken kann. Aber es gefällt mir sehr gut. Also ich bin happy darüber. Oh, Moment. Stimmt nicht. Da ist einer gekippt. Schaut mal. Ja. Der Schredder ist nach vorne gekippt. Der. Oh nein. Und noch der mit dem Base. Na super. Der einzige Schredder, den ich ein Base gegeben habe. Und der kippt mir. Klasse, oder? Ja, grausamer Anblick. Mein Mauser und mein Schredder liegen auf dem Boden. Schredder von Super 7. Das Bein muss ich jetzt ein bisschen gestalten. Ja, die von Super 7 fand ich jetzt auch bei Bebop und bei Rocksteady, nee, bei Bebop, nicht so gut mit den Gelenken. Toll, jetzt will der nicht stehen. Ha. Mausam, packen wir mal hier hin. Ja, da hätte ich lieber meine Finger mal weggelassen. Der einzige Schredder, den ich ein Base gegeben habe, und der kippt mir auch noch super. Wobei, der sieht auch schon so leicht geneigt nach vorne aus. Naja. Genau. Dadurch, dass die Streifen hinten sind, die Lichtstreifen, ja, war nicht so clever irgendwie. Bekommt man nicht viel vom Licht mit. Genau, und das sind noch die zwei Regale mit den mittelgroßen Turtles, Mondo, Fusio und war das Playmate? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die passen von der Größe gerade so. Aber auch hier, da ist ja noch ein Zentimeter nach oben, dass man die hinteren sieht, will ich auch nur so mit jeweils zwei Kartons der Corona-Kartons, nur die ein kleines bisschen anheben. Genau. Und unten mit den Fahrzeugen, die passen ideal rein. Voll cool. Nur die Abklappe hier vorne, die muss dann immer ab. Ja. Genau. Und jetzt zeige ich euch das Ganze mal im Gesamtbild, wie das aussieht. Es ist natürlich noch nicht komplett fertig, ganz klar, aber es ist auf jeden Fall viel besser und es wird Stück für Stück immer besser. Und sobald ich mir Platz geschaffen habe, könnt ihr auch alle raus und hier rein. Da ist ja noch ein bisschen Platz. Ihr seht da, wo viel weiß ist, sind auch viele Lücken. Da ist noch Luft nach oben. Dann würde ich sagen, das war's erstmal. Wir sehen uns gerne im nächsten Video zum Thema Corona-Verpackungen und Actionfiguren, wenn ich die mal gestaltet, bemalt habe, zeige ich euch gerne mal, wie stabil man die tatsächlich bekommen kann und wie ich das mit den größeren Turtles vielleicht verbinden kann. Ja, dann würde ich sagen, das war's erstmal. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye bye.